Servus die Maulmann, grüß euch die Buben. Ja, ich bin mal wieder unterwegs. Nein, daheim sitze ich nicht gerade. Wie ihr gesehen habt an den Eingangsbildern, ich bin wieder einen Übersteig gestiegen, quasi, ich bin wieder in einem Wildschweinerl-Reservoir. Ja, ich möchte hier ein bisschen hinaufgehen, da oben ist die Bottenburg. Waren wir früher schon einmal, aber möchten wir dort halt ein bisschen eine schöne Zeit machen. Vielleicht sehen wir das eine oder andere Wildschweinerl. Ja, lassen wir uns ganz einfach überraschen. Ich habe eine Kleinigkeit zum Essen mit. Und na Käfchen ist eh klar. Und dann schauen wir, was der Tag so bringt. Gehen wir. Ja, habe bis jetzt auch nicht extrem viel gefilmt, weil es war nicht wirklich was zum Sehen. Das meiste sind so Wege. Da dürfte auch weiter oben ordentlich abgeholzt worden sein. Also nicht wirklich Highlights zum Sehen. Und von daher schalte die Cam wieder ein, wenn man die Bottenburg einmal erspechteln kann. Und nach einer gefühlten 5 Stunden Wanderung, sagen wir ja 20 Minuten, das kommt schon eher hin, taucht hinter mir die Bottenburg auf. Das sein muss. Wäre ich. Oh, da gehen wir jetzt zum Eingang hinein. Na, und wie immer liegt zur Burg natürlich oben. Ich bin der König der Welt. Es war ein anderer Film, es war ein Wasser, wurscht. Ich bin der König der Unterwelt, weil da hinten verschwinde ich jetzt wieder. Das schaut ja da extrem geil aus. Ah, da geht's raus auch noch. Ihr seid sicher neugierig, oder? Ich hole euch. Ja, da geht's jetzt raus. Und oben. Nein, ist nicht so schlimm, aber wenn du damit kugelst, bist du unten. Ja, und da sieht man jetzt einmal den Riesenturm. Sehr schön. Sehr schön. Da würde es jetzt in den Turm gehen, da könnte man sicher super Fotos abcachen, aber leider, da bin ich um 30 Jahre später, auch das Kraxeln funktioniert nicht mehr. Keine Ahnung, was das da mal war, so wie Holzschieber vielleicht vorher oder so. Relativ gerade das Ganze. Ja, da haben wir einen Eingang, da können wir hineingehen. Ja, sehr schöner Bogen. Wie ich sehe, da rieselt schon. Wir gehen wieder raus. Ja, und da geht's wieder ein bisschen abwärts. Thank you.
Auch wieder ein paar Idioten mehr, die haben wir dann schreien müssen und haben wir dann böbeln. Ja, und von da oben, bei dem Baum haben wir zuerst runtergefilmt. Ah, ich bin da jetzt ein Stückchen von der Burg entfernt. Und ich denke, ich habe da ein schönes Platz gefunden. Das ist halbwegs windgeschützt. Und da geht es dann hinunter. Ich glaube, da werden wir jetzt einmal das ein bisschen herrichten und gemütlich machen, dann mal was essen. Ja, Freunde, Feuerstelle habe ich mir mal etwas hergerichtet. Habe heute wieder die Buschbox, die LF dabei. Und heute gibt es ein bisschen am Bacon, den brutzle ich mir ab. Und zwei. Ja, die Lady D gibt dann wieder Gas. So, einmal drauf damit. Ja, heute einmal wieder noch lange der Bunkerpfanne im Einsatz. So, und jetzt noch die zwei Öhrchen dazu. Ja, schaut euch das Pfandel einmal an. So, Freunde. Gehen wir es einmal an. Ja. Genügt mir heute. Mahlzeit, Freunde. Mhm. War wieder mal extrem lecker heute. Ja, jetzt werden wir sie aber noch ein Käfchen zaubern. Da werden wir den noch mal kurz zum Ulm erwecken. Ja, Feuerchen ist wieder am Brennen und mit dem Wasser. Heute gibt es einmal wieder ein Käfchen vom Filter. Die habe ich euch schon einmal gezeigt. Und die machen wir heute wieder. So schaut das dann wieder aus. Ja, das ist soweit. Das ist optimale Temperatur. Gleich sind wir fertig. In dem Sinn wieder meinen allerbesten Gruß an meine Krankensessel und natürlich auch an alle anderen. Prost, Freunde. Ja, passt trotzdem. Ja. Es wird wieder leicht kühl, merkt man natürlich, klar, beim Sitzen auch noch. Aber ich werde jetzt eh austrinken, Platzl wieder herrichten, schnell alles zusammenräumen noch, solange es hell ist, damit wir nichts liegen lassen. Also, auf geht's. Schön war's und jetzt zusammengehen wir ab nach Hause. Auf der Kamera wird das gar nicht so rüberkommen, aber ich bin da so in einem richtigen Kessel herinnen. Geil. So, von da oben sind wir jetzt gekommen und haben alles geschafft und da hinten ist auch schon der Ausgang. Ja, Freunde, wir sind beim Überstieg angekommen. Jetzt habe ich noch ein paar hundert Meter bis zum Auto, dann verabschiede ich mich gleich da. Ich sage danke fürs Zuschauen, danke fürs Mitlaufen. Schönen Tag, schöne Woche und Servus dem Mal und vierte Echte Formen.